Okay. Buenas tardes. Boa tarde. Wir begrüßen Sie hier, um Sie einzuführen in die Lateinamerika-Studien, das, was wir Ihnen anbieten können. Und wir starten direkt mit einer Frage. Man kann sagen, wir sind im 27. Jahr unseres Bestehens. Und begonnen hat alles mit einem Magister-Nebenfachstudiengang. Magister, wissen Sie gar nicht mehr, was das überhaupt ist. Gibt es nicht mehr, seit der Bologna-Reform haben wir nur noch Bachelor- und Masterstudiengänge. Dann wurde dieser Magister-Nebenfachstudiengang umgewandelt in einen Bachelor-Nebenfachstudiengang und es kam später 2013 noch ein Masterstudiengang Lateinamerika-Studien hinzu. Und das alles wurde mit sehr großem Erfolg angenommen. Wir haben sehr viel Zuspruch seitens der Studienanfänger und seitens derer, die nachher den Master auch bei uns studieren. Da haben wir uns also gefragt, was macht das Erfolgsmodell der Hamburger Lateinamerika-Studien aus? Und wir haben festgestellt, auch durch Nachfragen der Jahrgänge, die bei uns angefangen haben zu studieren, dass es in erster Linie die fachliche Breite ist. Wir haben auf Lateinamerika spezialisierte Professuren, die viele Gebiete bearbeiten, beackern, darunter Gesellschaft, Politik, wir haben Geschichte, wir haben Ethnologie, wir haben Literatur und Sprachwissenschaft und wir haben die Geografie. Und die Universität Hamburg, und das ist der zweite Punkt, arbeitet zusammen noch mit zwei weiteren Institutionen hinter dieser komischen Abkürzung GIGA verbirgt sich das German Institute of Global and Area Studies und das Museum für Völkerkunde. Diese beiden Partner, mit diesen beiden Partnern zusammen, können wir alle lateinamerikanischen Großregionen bedienen. Denn wir haben die Experten dafür zusammen, nicht nur auf professoraler Ebene seitens der Universität, sondern auch seitens des GIGA und des Museums für Völkerkunde. Und diese Großregionen, die wir bedienen, sind Mexiko und Mesoamerika, es ist die Karibik, insbesondere Kuba, es ist Brasilien, klar, es ist der sogenannte Cono Sur, der Südkegel, insbesondere Argentinien und Chile, und es sind die ganzen Andenländer, insbesondere Peru und Bolivien. Ein zweiter Punkt, der wichtig ist und zu dem Erfolgsmodell der Hamburger Lateinamerika-Studien beigetragen hat, ist die Ansiedlung der Studiengänge natürlich in der Hansestadt Hamburg, einer Stadt, die seit Beginn des 17. Jahrhunderts mit der Region Lateinamerika verbunden ist. Und zwar begann das Ganze durch Einwanderer aus Spanien und Portugal, die von Hamburg aus ihre Überseegeschäfte in Lateinamerika tätigten. Richtig bedeutsam wurde Lateinamerika für Hamburg, als die Unabhängigkeitserklärungen in Lateinamerika erfolgten. Seit 1810 beginnt die Unabhängigkeit sich auszubreiten über Lateinamerika. Und mit den Unabhängigkeitserklärungen fielen dann auch die Handels- und Schifffahrtsbarrieren schlagartig. Und das ist jetzt über 200 Jahre her. Und wenn Sie mal ins Netz schauen, dann werden Sie feststellen, dass dieses Jubiläum, Brasilien hat 1822 seine Unabhängigkeit erreicht, wir haben also noch ordentlich viel Zeit zu feiern, dass überall auf dem Globus diese Unabhängigkeit jedes Jahr irgendwo gefeiert wird und es ganz fantastische Portale gibt, auf denen man sich informieren kann über historische Ereignisse und Fotos, die freigegeben wurden, eingescannt und so weiter und so fort. 1827, das sollten Sie als Hamburger auch wissen, war Hamburg die erste Stadt, welche die Staaten Lateinamerikas anerkannte. Also die wurden unabhängig und dann hat Hamburg als erste Stadt diese unabhängigen Staaten anerkannt.
Und es hat sofort Handelsbeziehungen aufgebaut. Und wenn Sie auf die Seite der Konsulate gehen, kann ja mal sein, dass Sie ein Visum brauchen oder was auch immer, dann werden Sie feststellen, dass gleich im Jahr 1827, 1826 und 27 die ersten konsularischen Vertretungen hier in Hamburg ansässig werden. Überhaupt die ersten konsularischen Vertretungen, nämlich Brasilien und Mexiko. Als dann in der Nacht auf den 5. Mai 1842 in der Hamburger Deichstraße 44 in einem Speicher ein Feuer ausbrach und dieses sich katastrophal schnell ausbreitete, nämlich sofort weitere Speicher erfasste, das Wetter war einfach zu günstig für das Ausbreiten des Feuers, es gab auch noch Wind und der Wasserstand war ziemlich niedrig. So wurde das ganze Nikolaiviertel ergriffen von den Flammen, das Rathaus, die Petrikirche und die Börse, wissen Sie vielleicht, da kämpften die Hamburger darum, dass die Flammen die Börse nicht auch noch auffraßen. Also ein Bild der Verwüstung wurde hinterlassen, 10% aller Hamburger verloren ihre Wohnungen, waren obdachlos und was passierte? Die lateinamerikanischen Handelspartner halfen mit Spenden beim Wiederaufbau. Es sind nachgewiesen Spenden aus Brasilien und Mexiko, klar, das waren die Konsulate, aber auch Kuba spendete. Der wirtschaftliche und politische Austausch intensivierte dann die Beziehungen zwischen Hamburg und Lateinamerika auch auf gesamtkultureller Ebene. Die Handelsmetropole Hamburg, die seit 1867 dann in den Norddeutschen Bund integriert war, wurde, und das ist eben auch wichtig für Sie als Hamburger zu wissen, wurde zu einem wichtigen Auswandererhafen. Wir haben jetzt wieder so riesige Migrationswellen, die quer durch Europa verlaufen. Damals im 19. Jahrhundert haben wir massive Auswanderungsströme von Europäern nach Lateinamerika unter anderem. Und Hamburg war einer der Häfen, neben Bremen, Antwerpen und auch Stettin, war einer der Häfen, aus denen die Auswanderer Richtung Übersee in See stachen. Im Jahre 1900 ist Hamburg dann auch zum bedeutendsten Auswandererhafen Deutschlands avanciert. Und begünstigt wurde das alles einmal natürlich durch Armut, Überbevölkerung, dann wurden die Auswanderungsgesetze gelockert und der technische Fortschritt brachte es mit sich, dass große Dampfschiffe gebaut werden konnten. Unter anderem kennen Sie vielleicht auch berühmte Hamburger Reederei, da steckt der Pudding-Gigant Oetker dahinter, die Hamburg-Südamerikanische Dampfschifffahrtsgesellschaft, heute Hamburg Süd, im Jahr 1871 eröffnete die Hamburg Süd eine monatliche Linienverbindung mit drei Dampfern mit knapp 4000 Bruttoregistertonnen nach Brasilien und in den La Plata-Raum. Die Hansestadt Hamburg profitierte also wie kaum eine andere europäische Stadt von dieser neuen Situation in Europa und in Übersee. Neben dem Abschluss von Handelsvertretungen Handelsverträgen und Handelsvertretungen hatten die jungen hispanoamerikanischen Staaten auch ein großes Interesse daran, hier in Hamburg oder innerhalb der internationalen Welt völkerrechtlich anerkannt zu werden. Das heißt, ihre Unabhängigkeit auch außerhalb Lateinamerikas völkerrechtlich anerkennen zu lassen. Und errichteten sie in allen europäischen Großstädten und dann auch in Hamburg diplomatische Vertretungen. In Hamburg, wenn Sie auf die Liste schauen, der diplomatischen Vertretungen zu Lateinamerika, wir haben 19 hispanoamerikanische Staaten, ein Brasilien kommt dazu und daraus wird dann Lateinamerika. Das heißt, insgesamt gibt es dann ja 20 lateinamerikanische Länder, die vertreten werden könnten. Davon sind momentan in Hamburg 15 diplomatisch vertreten.
Hervorzuheben ist hier auch noch, dazu habe ich dieses Bild mitgebracht, die Europäische Union hat mit Lateinamerika und der Karibik eine sogenannte strategische Partnerschaft geschlossen, 1999, und es ist aus dieser strategischen Partnerschaft eine Stiftung hervorgegangen, die Europäische Union Lateinamerika-Karibik-Stiftung, EULAC wird sie genannt, und sie hat seit 2011, wie kann es anders sein, natürlich in Hamburg ihren Sitz. Ziel dieser Stiftung ist es, die Beziehungen zwischen den Regionen weiter zu vertiefen und, wie es heißt, zu dynamisieren. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts, und nun müssen wir auch mal auf die Wissenschaft zu sprechen kommen, seit Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt sich dann in Hamburg eine breit gefächerte wissenschaftliche Beschäftigung mit Lateinamerika. So wurde noch vor der Gründung der Universität Hamburg 1908, hier haben wir das Wappen, das Hamburgische Kolonialinstitut gegründet. Das war die erste Hochschule in der Stadt Hamburg, und aus dieser, und das ist jetzt ein Privatbild, also nicht, dass ich damals schon anwesend gewesen wäre, aber wir hatten unsere 100-Jahr-Feier und in dem Zusammenhang habe ich natürlich Bilder gesammelt. In diesem Zusammenhang wurde auch in dieser Hochschule das romanische Seminar gegründet. Womit beschäftigte man sich im romanischen Seminar? Und Sie merken, ich mache den Weg frei für die Lateinamerika-Studien. Zunächst mal beschäftigte man sich mit Sprache, also mit der Vermittlung von Sprachkenntnissen, und damit einhergingen auch landeskundliche Themen. Und man hat sich nicht nur mit der europäischen Romania beschäftigt, also mit Spanien und Portugal, sondern auch mit der außereuropäischen Romania, also sprich Lateinamerika und natürlich Frankreich, und das alles kommt noch hinzu, das habe ich jetzt ausgeblendet, aber das gehört natürlich zu einem romanischen Seminar dazu. 1909, ein Jahr später, kam dann das Hamburger Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten dazu und 1917 das Iberoamerikanische Institut mit einem Nachrichten- und Pressedienst und einem Beratungsangebot für Auswanderer. Jetzt sind wir ganz nah dran an der Gründung der Universität Hamburg. Diese Gründung wird 2019 riesig gefeiert. Wir sind jetzt schon dabei, Material dafür zu sammeln. 1919 wurde die Universität Hamburg gegründet, und damit wurden dann die Beziehungen zwischen Lateinamerika und Hamburg fortgeschrieben. Und das nicht nur im Hinblick auf die Philologie, sondern auch im Hinblick auf Medizin, Wirtschaft und das internationale Recht. Und nicht nur wegen der herausragenden wirtschaftlichen Beziehungen, kann man jetzt sagen, sondern auch bedingt durch die Vielzahl an exzellenten Kontakten nach Lateinamerika war die Stadt Hamburg bis zur Gründung des Iberoamerikanischen Instituts in Berlin, dem IAI, zentrale Anlaufstelle für Deutsche und Lateinamerikanerinnen und das Orientierungszentrum für die deutsche Kulturpolitik in Lateinamerika. Also ein weiterer Grund, damals zu sagen, in diese Stadt gehört ein Studiengang oder Studiengänge, die mit Lateinamerika zu tun haben. Denn wenn wir hier diese Studiengänge errichten, dann haben wir wohl auch aufgrund dieser langjährigen Beziehung eine exzellente Ausstattung in Bezug auf Archive, Bibliotheken, Mediatheken, die Hamburgs eben langjährige Kulturbeziehungen zu Lateinamerika mit sich gebracht haben. Hier habe ich nur ein einziges Beispiel hier genannt, die Linga-Bibliothek in der Staatsbibliothek Karl von Ossietzky, die einen Schatz beherbergt, den es zu heben gilt, eben von unseren Masterstudierenden, Doktoranden, von allen denjenigen, die sich den Lateinamerika-Studien widmen. So viel zum historischen bis zum aktuellen Zusammenhang zwischen Hamburg und Lateinamerika. Wir möchten jetzt ein bisschen das Format wechseln. Der nächste Part steht ein wenig unter der Frage, was ist eigentlich Lateinamerika? Oder wir hätten noch besser schreiben können, was für Vorstellungen über Lateinamerika existieren in Deutschland? Und wir hätten jetzt natürlich auch hier kurz fragen können,
was Sie denn mit Lateinamerika in Verbindung setzen. Aber wir haben stattdessen einen kurzen Film vorbereitet, in dem, naja, werden Sie sehen, verschiedene Aussagen zu Lateinamerika getroffen werden. Viel. Also einmal sehr freundliche, offene Menschen, die ja, sehr gastfreundlich sind. Ganz viel temperamentvolle Musik. Das Essen spielt auch eine sehr wichtige Rolle in Lateinamerika. Absolut leckeres Essen. Ein ganz wunderbarer Studiengang an der Universität Hamburg. Sightseeing-Sachen, also zum Beispiel Machu Picchu in Peru oder die Anden. Sehr hohe Berge. Ich war leider noch nie da. Fühlen, oder? Flirten. Offenheit, Spontanität, Salsa und auch wieder leckeres Essen. Und schöne Landschaften. Das Letzte, was ich gesehen habe, waren diese schrecklichen Bilder aus Brasilien von dieser Mine, die kaputt gegangen ist. Die laden alle gleich ein, aber sind auch sehr locker und nehmen nicht alles gleich so ernst. Drogen, auf jeden Fall Sonne. Kriminalität, Korruption, Gewalt. Freundschaften, Leben, Familie, Leben. Irgendein Flughafen, an dem man ganz steil bremsen muss. Sehr, sehr gastfreundlich, immer fröhlich. Tequila. Ja, das stimmt doch total, oder? Ich meine, die kommen die alle hierher oder keine Ahnung was und dann sind die ganz bei der Sache und schnappen uns die ganzen Frauen weg, oder? Das Klischee stimmt zum Teil. Ich meine, alle grapschen an den Arsch, tanzen mit einer nach der anderen. Man findet diese Leute auch in Deutschland. Wir machen es häufiger als die westliche. Diese typischen Sprüche. Feiern auf jeden Fall, schlafen den ganzen Vormittag. Du hast mein Leben verändert. Tanzen überall rum und deine Augen fallen sofort irgendwie. Ey, Chica, na du kleines Schnuckelpuppe, na komm mal her. Alles, ey. Ich bin da voll bei dir, auf jeden Fall. Oh ja. Verlieben sich und sind dann nach kurzer Zeit wieder weg. Und feiern auf jeden Fall jeden Tag, abends, nachts. Wir sind mehrmals, so wir bewegen uns mehr. Der Mann kommt nach Hause und will das Essen vorfinden. Wir wollen tanzen, wir wollen uns, keine Ahnung, berühren. Geben der Frau nicht die gleichen Rechte. Wenn man auf der Straße entlang geht, fallen sie über dich her. Es kommt einfach. Ein Beispiel. Mio. Also ich denke tatsächlich dann an Papageien und den Amazonas und schöne Frauen, die sich rhythmisch bewegen und tanzen. Völlig verwachsener Urwald, exotische Tiere. Vielleicht noch ein paar Indigene dazu. Einige sind giftig. Mein Leben ist sehr bereichert durch die ganzen Studenten, die von dort kommen. Der Amazonas fließt durch die Gegend. Da habe ich zumindest eine genaue Vorstellung mit den Federn und tanzenden Umzügen. Von extrem hoch zu extrem tief, von extrem kalt zu extrem warm. Naja, wie in allen südlichen, also wie in allen Ländern oder Gegenden südlich vom Äquator einfach habe ich das Gefühl, da ist überall Urwald und also nicht überall Urwald, aber halt naja, exotischer Wald halt und Plantagen, Früchte, Ananas und solche da. Leider doch vorhanden. Also insgesamt muss man viel, viel mehr darauf achten, wenn man auf der Straße unterwegs ist oder so. Auf der Straße kann man sie ja nicht so ganz unterscheiden von den Türken und keine Ahnung was. Sie sehen ja alle ziemlich gleich aus, finde ich. Ich denke, dass das überall auf der Welt existiert, aber in Lateinamerika wird es wahrscheinlich allein durch diese Pablo Escobar-Geschichte auf Netflix und so alles nochmal wieder lebendig gemacht und Korruption auf jeden Fall, also die Ehrlichkeit zählt halt an manchen Stellen. Naja, man hört immer, dass sie einem halt hinterherpfeifen, wenn man auf der Straße entlang geht und dass man nicht als blonde Frau irgendwie noch draußen sein soll abends. Aber ich finde auch, dass viel übertrieben wird. Also es ist jetzt nicht so, dass man da nicht ohne Probleme über die Straße gehen kann und direkt was passiert. Also da sollte man sich nicht zu große Sorgen machen. Okay, zur Armut. Nee, keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall ein tägliches, präsentes Problem. Ja.
Aufgeschlossen, na, dass sie nicht immer alles so ernst nehmen und das auch dann nicht einhalten. Also zum Beispiel, wenn man sich verabredet, heißt es nicht sofort, wenn jemand sagt, ich möchte mit dir ins Kino gehen, dass er auch mit dir ins Kino geht. Chaos, weil viele Latinos immer sehr unpünktlich kommen, wenn man sich mit ihnen verabredet. Ja, Unpünktlichkeit, ein bisschen. Tanzen. Die Leute sind tendenziell irgendwie eifersüchtiger. Armut. Also in dem Film gab es ja schon eine mehr oder weniger differenzierte Sicht auf Lateinamerika und ziemlich viele Vorurteile, die man, denke ich, überall antreffen kann über Lateinamerika. Und wir möchten Sie bitten, diese ganzen Stereotype, die angesprochen wurden, noch ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Ich werde nämlich jetzt kurz einmal was zu den Studiengängen sagen und dann knüpfen wir nochmal in den Film an. So, unsere Studiengänge. Da fehlt was, Moment. So. Also, es gibt zum einen in den Lateinamerika-Studien einen Bachelor-Nebenfachstudiengang und dann gibt es einen Masterstudiengang. Die Bewerbungen sind jeweils nur zum Wintersemester möglich und wenn man sich, wenn man sich im Bachelor-Nebenfach, wo es auch eine Sprachausbildung gibt, auf Spanisch, also in der Regel lateinamerikanisches Spanisch, konzentrieren möchte, dann braucht man schon ein gewisses Anfangsniveau. Sonst gibt es aber auch die Möglichkeit, diesen Nebenfachstudiengang zu studieren und das portugiesische Sprachprofil zu wählen, das quasi bei Null anfängt. Im Masterstudiengang ist es dann schon Voraussetzung in jedem Fall, Spanischkenntnisse zu haben. Es gibt aktuell im Bachelor-Nebenfach 14 Studienplätze. Das ist aufgrund der Beliebtheit dieses Nebenfaches raufgesetzt worden. Letztes Jahr waren es nur 20 Plätze. Und im Master gibt es 14 Studienplätze. Allerdings dürfen wir im Moment den Master dreifach überzeichnen, was dazu geführt hat, dass wir im letzten, also das heißt, in diesem Semester 24 Studienanfänger haben. Das ist im Moment auch weiterhin eine steigende Zahl. Der Hintergrund der Studierenden ist sehr vielfältig, also sowohl was die Herkunft angeht, also sowohl was eine internationale Herkunft angeht. Wir haben immer so ein Viertel bis Fünftel der Studierenden im Master kommen tatsächlich aus Lateinamerika. Ich denke, im Bachelor ist es eigentlich ähnlich. Und auch die Studierenden kommen von überall her in Deutschland, also da gibt es keinen besonderen Schwerpunkt. Es gibt allerdings, was Genderfragen angeht, einen ganz klaren Frauenüberhang. Also waren wir eigentlich ganz erfreut, dass heute so viele Herren anwesend sind, dann gleicht sich das vielleicht in Zukunft ein wenig aus. Kurz zu den Kriterien für den Master. Der für Sie wahrscheinlich erstmal noch nicht so relevant ist, aber es ist gut, das zu wissen, wenn man schon mal überlegt, den Master Lateinamerika-Studien zu studieren. Es gibt quasi drei Kriterien, die die Auswahlkommission beachten muss. Das erste ist die Note des Bachelor-Abschlusses. Das zweite ist die disziplinäre Nähe. Das heißt, es wird ein Ranking erstellt auf Grundlage der Tatsache, wie nah der Bachelor-Studiengang an den Disziplinen ist, die bei uns vertreten sind. Ich sage gleich nochmal, welche das sind. Und dann ist sehr wichtig auch als dritte Säule eben ein Lateinamerika-Bezug. Das kann dann, also wir haben jetzt wissenschaftlicher in Klammern dazu geschrieben, weil es nicht ausreicht, wenn sich Interessenten bewerben und sagen, ich war mal 2 Wochen auf Kuba und 1 Woche in der Dominikanischen Republik. Das ist nicht der Lateinamerika-Bezug, den wir suchen, sondern es geht schon um längere Aufenthalte und idealerweise tatsächlich auch während des Bachelorstudiums. Selbst wenn man was ganz anderes studiert, hat man häufig Möglichkeiten,
entsprechende Seminare mit einem entsprechenden Schwerpunkt zu besuchen oder Hausarbeiten auf ein lateinamerikanisches Thema zu beziehen und Ähnliches. Das gibt eben dann auch Pluspunkte bei der Bewertung. Da stimmt was mit der Präsentation nicht. Geh doch über die Pfeile. Ja, ich glaube, ich muss die ganze Zeit durchklicken. Das stimmt auch wieder nicht. Gut. Ach so, okay. Also irgendwas stimmt technisch nicht. Aber das sind eben die Disziplinen, die an den Lateinamerika-Studiengängen beteiligt sind. Die Ethnologie, die Geografie, die Geschichte, Literatur bzw. Medienwissenschaft, Linguistik, Politologie und Soziologie. Eine Besonderheit in Hamburg in den Lateinamerika-Studien ist, dass tatsächlich viele dieser Bereiche von Professuren vertreten werden, die explizit auch auf Lateinamerika zugeschnitten sind. Also zum Beispiel in der Geschichte ist es eine Professur für lateinamerikanische Geschichte. Das ist an vielen anderen Standorten nicht so. Außerdem ist uns tatsächlich sehr diese interdisziplinäre Verflechtung wichtig. Da werde ich auch gleich noch mal was zu sagen. Das hat einfach alle doch mehrfach gelegt. Okay. Okay, wie gesagt, also die Interdisziplinarität macht zu großen Teilen auch diesen Studiengang aus. Das zeigt sich zum einen in den Einführungsmodulen, also es gibt sowohl für das Bachelor-Nebenfach als auch für den Master ein Einführungsmodul. Unter anderem eine wichtige Komponente ist eine Ringvorlesung, in der sich nacheinander die einzelnen Disziplinen in je zwei Sitzungen vorstellen. Das sieht in der Regel so aus, dass man zunächst etwas Allgemeines über die entsprechende Disziplin gesagt bekommt und das dann auf Lateinamerika bezogen wird, also was sind typische Felder, was ist eine typische Betrachtungsweise. Und in der zweiten Sitzung wird das Ganze häufig auf ein typisches Thema dann bezogen, der entsprechenden Disziplin. Dann gibt es zusätzlich noch Seminare, in denen auch in gewissem Sinne einführend über interdisziplinäres Arbeiten an sich und über Interdisziplinarität gesprochen wird. Ein großes Problem ist nämlich häufig, dass in vielen Bereichen gesagt wird, dass man interdisziplinär arbeiten würde, aber es wird häufig kaum hinterfragt, was eigentlich Interdisziplinarität ist und wie das überhaupt funktionieren kann und was für verschiedene Abstufungen es da geben kann. Und das gehört bei uns eben schon im Einführungsmodul quasi zu der Grundausbildung in den Studiengängen. Dann gibt es zusätzlich im Master ein Abschlussmodul, das sehr interdisziplinär ausgerichtet ist. Und zwar in dem Sinne, dass es zum einen ein Kolloquium gibt, in dem sich die Masterstudierenden, die sich für verschiedene Disziplinen entschieden haben, wieder treffen und gemeinsam ihre Themen für die Masterarbeit vorstellen und diskutieren, sodass man eben auch nochmal Quereinblicke in andere Bereiche bekommt. Und die Masterarbeit an sich sollte eben auch interdisziplinär ausgerichtet sein. Das heißt, Studierende im Master wählen zwei Disziplinen aus und versuchen die Perspektiven dieser Disziplin, die Herangehensweise, die Methodologie, die Analyse und so weiter, in ihrer Arbeit zu verknüpfen. Und zusätzlich gibt es jenseits dieser explizit interdisziplinär ausgerichteten Module auch inhaltliche, also thematische Veranstaltungen, in denen entweder verschiedene Perspektiven zusammengeführt werden oder eben Vertreter verschiedener Disziplinen auch zusammen lehren. Gut. Dann ein wichtiges Element unserer Studiengänge sind auch die erzwungenen Auslandserfahrungen, also die Chance, ins Ausland zu gehen. Und zwar ist es im Master so, dass es ein verpflichtendes Auslandsstudium gibt. Dieses Auslandsstudium kann entweder aus einem klassischen Auslandssemester an einer unserer Partneruniversitäten bestehen. Mittlerweile haben wir es aber auch ermöglicht, dass man statt dieses Studiums, statt des Semesters an einer Universität, ein Praktikum in Lateinamerika absolvieren kann. Oder
Als dritte Variante gibt es die Möglichkeit, eine Lehrforschung in Lateinamerika zu absolvieren. Eine Lehrforschung ist im Prinzip eine begleitete, also von erfahrenen Dozenten begleitete Studienreise nach Lateinamerika, in denen Studierende in der Gruppe unter einem gemeinsamen Oberthema ihre jeweils selbst entwickelnden eigenen Forschungsprojekte bearbeiten. Das sind im Idealfall 3 Monate Aufenthalt in Lateinamerika, um wirklich ausreichend Zeit zu haben, das Projekt selbstständig zu bearbeiten. Unter Betreuung. Gut. Gleichzeitig gibt es sowohl für den Master als auch für den Bachelor vielfältige Möglichkeiten, an Exkursionen teilzunehmen. Das ist ein Instrument oder ein Lehrformat, das sehr gerne in der Geografie angewandt wird, unter anderem. Da waren Gruppen, ich glaube im letzten Jahr, in der Karibik beispielsweise, in diesem Jahr in Peru. Und ich selbst war in diesem Sommer eben in einer Kombination aus Lehrforschung und aus Exkursion mit Studierenden in Mexiko, wo wir bei Partneruniversitäten waren. Im letzten Herbst waren eben Gruppen von diesen Universitäten bei uns zu Gast und wir haben diesen Gegenbesuch dann damit verbunden, dass eben die Studierenden eigene Projekte entwickelt und bearbeitet haben. So, wir haben unterschiedliche formale Kooperationen, also richtige Kooperationsvereinbarungen mit mehreren Universitäten in Lateinamerika, da sage ich gleich noch was zu. Aber es ist eben immer auch möglich, also aufgrund dieser Vielfalt der regionalen Orientierung innerhalb der Großregion, auch möglich, Dozentinnen und Dozenten anzusprechen, um auf ihre eigenen Netzwerke zurückzugreifen. Also wir versuchen zwar unsere formalen Kooperationen auch auszubauen, da sage ich gleich was zu, aber es ist eben immer auch möglich, die persönlichen Kontakte von Dozentinnen und Dozenten zu nutzen. Da fehlt wieder erste Zeile. Nochmal generell zum Internationalen. Wir haben, wie vorhin schon mal gesagt, relativ viele internationale Studierende, in der Regel aus Lateinamerika selbst, aus unterschiedlichen Ländern. Wir haben häufig internationale Gäste, also es sind dann beispielsweise Studierende aus Lateinamerika, die herkommen, um für ihre Abschlussarbeiten zu forschen oder um eben selbst ein Auslandssemester zu absolvieren. Oder wir haben auch ganz klassisch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die kommen, Vorträge halten und ähnliches, Workshops geben und so weiter. Also das heißt, in der Beziehung gibt es auch tatsächlich einen regen Austausch mit Lateinamerika. Formale Kooperationen bestehen zurzeit mit Brasilien. Da sind es 5 Universitäten, bald 6, in unterschiedlichen Regionen Brasiliens. Dann haben wir eine Kooperation mit der PUC in Chile, in Santiago de Chile. Seit kurzem gibt es eine Kooperation in Lima, in Peru. Und wir haben eine Kooperation mit dem Colmex in Mexiko-Stadt. Wobei wir gerade anstreben, auch aufgrund der Reise in diesem Sommer, auch in Mexiko mehr formale Kooperationen abzuschließen. Außerdem werden angestrebt Kooperationen mit verschiedenen anderen Ländern, und zwar mit Kuba, Kolumbien und Puerto Rico. Da gibt es Verhandlungen im Moment, aber auch jenseits der Region wollen wir Abkommen schließen, und zwar mit Universitäten in den USA. Denn ganz wichtig ist für uns, dass Lateinamerika jetzt nicht unbedingt an der Nordgrenze Mexikos endet, sondern dass durch Migrationsprozesse und andere Verflechtungsprozesse Lateinamerika eben auch weit nach Nordamerika hineinreicht. Also es gehört eben auch zu unserer Perspektive. Dann wollen wir eben auch Abkommen schließen mit anderen Lateinamerika-Instituten in Europa. Und seit kurzem haben wir eben auch eine Kooperation, die noch formalisiert werden soll, mit der Nationaluniversität von Taiwan. Was halt nochmal ermöglicht, auch von Asien aus eine andere Perspektive auf Lateinamerika anzulegen.
Dann ganz kurz noch was zu den beruflichen Perspektiven. Ich rufe erstmal alle auf. Also dadurch, dass die Spezialisierung eben auf eine Region ausgerichtet ist, sind Absolventinnen der Lateinamerika-Studien im Prinzip Universalisten im Bereich dieser Region. Auch dadurch, dass es eben diese sehr große Flexibilität gibt, zwischen unterschiedlichen Disziplinen im Studium zu wählen. Das heißt, eigentlich erstreckt sich das Berufsfeld auf alle Bereiche, wo Lateinamerika-Expertise sinnvoll oder eben vonnöten sein kann, wie im Journalismus, bei Kulturinstitutionen, im diplomatischen Dienst, bei politischen und auch anderen Stiftungen, bei Nichtregierungsorganisationen, in der staatlichen und der nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit, in Unternehmen und Wirtschaftsverbänden, im öffentlichen Dienst und eben auch in der Wissenschaft. Gut, dann nicht weiter. Gut, dann erinnern Sie sich bitte wieder an den Film und an die Vorurteile. Die kommen jetzt nämlich noch einmal zurück. Wir haben jetzt auf dieser Karte diverse Stereotype gesammelt, die im Film angesprochen wurden, aber auch ein paar andere, die eben auch gängig sind. Ich lese mal kurz vor, also Drogen, der Latin Lover, der schon angesprochen wurde, Kriminalität, Exotik, Chaos, heitere bunte Indios, Elend und Armut, eine wild wuchernde Natur, Gewalt, Revolution, Karneval natürlich, Diktaturen und linke Caudillos, Fußball, Migration. Okay, Moment, da noch einmal zurück. So, das sind jetzt natürlich alles Vorurteile, also gerade die im Film genannten. Und man könnte einfach sagen, dass sie schlicht als Vorurteile verworfen werden sollten und dass man eigentlich eine ganz andere Perspektive auf Lateinamerika anlegen sollte. Und üblicherweise würde eine wissenschaftliche Perspektive eben auch ganz andere Zugänge suchen, um sich mit Lateinamerika zu beschäftigen. Wir haben uns aber überlegt, für diesen Vortrag jetzt tatsächlich einen Teil dieser Stereotype aufzunehmen und zu zeigen, wie man sich eben tatsächlich aus einer etwas neutraleren Perspektive damit befassen könnte. Also das heißt, wir wollen zeigen, anhand von 6 Schlagworten, wie man diese Punkte in unseren Studiengängen aufnehmen, analysieren und hinterfragen könnte. Das ist zum einen der Latin Lover, zum anderen die Exotik, dann die Drogen, das Chaos, die Revolution, die heiteren bunten Indios. Also aus diesen 6 Stereotypen haben wir mal Arbeiten kreiert. Wir haben sie auf dem Master-Niveau kreiert, mögliche Abschlussarbeiten, aber es könnten ja auch Arbeiten sein, die im Bachelor-Nebenfach in der letzten Studienstufe Thema sind in irgendeinem Seminar. Fangen wir an, ein Thema könnte sein, so könnte das auf einer Hausarbeit stehen, einer wissenschaftlichen Hausarbeit, südländisch, feurig, leidenschaftlicher Liebhaber, mit schmachtendem Blick. Der Latin Lover als Weiterentwicklung des Bandido im mexikanischen Roman und Film der 1940er bis 80er Jahre. Das könnte durchaus ein Thema sein in einem der Seminare, die in einer der Disziplinen hier Literatur und Medienwissenschaft angeboten werden. Eine weitere Thematik, die wir behandeln könnten, ist zum Thema Exotik. Die Vulgarisierung sozialer Probleme durch den Export eines formalen Exotismus aus Brasilien in den Jahren 1950 bis 1980. Wow, klingt wahnsinnig. Und wenn man dann dieses Bild dazu sieht, Brasilien verkauft sich
in Shows, in Unterhaltungsshows. Das ist einer der Kings in Brasilien der Unterhaltung, der gleichzeitig auch ironisch das Bild, die Stereotype Brasiliens aufnimmt, indem er sich so kleidet, sehr bunt. Einmal wurde in einer seiner Shows mit Bananen geworfen. Also man könnte durchaus das Thema der Exotik auch untersuchen und darunter schreiben, mit Exotik werden soziale Probleme vulgär gemacht, vulgarisiert, indem man Exotik exportiert. Also das war, es könnte eine Möglichkeit für eine Arbeit sein. So, eine andere Möglichkeit wäre ein sehr aktuelles Thema bezogen auf Mexiko. Drogenmafia als Schattenstaat zur gesellschaftspolitischen Einbettung nichtstaatlicher Gewaltakteure. Häufig wird ja angenommen, dass die Drogenmafia eigentlich das Gegenteil von Staat wäre und in solch einer Arbeit würde eben untersucht werden, ob nicht die Drogenmafia einen Parallel- oder einen Quasi-Staat schafft. Was sich unter anderem auch hieran sehen lässt, also die Aufschrift dort bedeutet übersetzt den Chapo, das ist, vielleicht haben Sie es gehört, der wurde Anfang diesen oder Ende letzten Jahres gefangen genommen, ein sehr wichtiger Drogenboss. Den Chapo liebt und respektiert man mehr als jeden gewählten Volksvertreter. Also das waren Unterstützungsdemonstrationen, nachdem er festgenommen wurde. Ein weiteres mögliches Thema wäre Caracas, die Chaosstadt, Raumkonzeption und Alltagsroutinen in der Megaurbanität. Das wäre so ein bisschen die Schnittstelle vielleicht zwischen Geografie, Soziologie, Ethnologie. Also wo Caracas, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist eben eine sehr große, sehr ausgewucherte Stadt, die häufig auch mit Gewalt, sozialen Problemen und so weiter in Verbindung gebracht wird. Und das wäre eben dieses Thema, wäre die Frage danach, wie Menschen eigentlich in solch einer Situation, in solch einer Stadt ihren Alltag gestalten, welche Raumvorstellungen sie entwickeln und Ähnliches. Das sieht dann ungefähr so aus. Ein Thema, in dem es beispielsweise um die Politikwissenschaft und vielleicht auch die Geschichtswissenschaft geht, zwei Disziplinen. Nehmen wir mal an, ein Bachelorstudierender im Nebenfach Lateinamerika-Studien hat Geschichte im Hauptfach oder hat Politikwissenschaften im Hauptfach, dann wäre das ein mögliches Thema, was er idealerweise bearbeiten könnte, die Dauerhaftigkeit, die Überlebensfähigkeit der kubanischen Revolution und die geostrategische Politik der Obama-Administration. Hier das Bild aus den Zeiten 1959, als die kubanische Revolution triumphierte und diese Geschichte oder dieses Thema könnte idealerweise von diesen Disziplinen Politikwissenschaft und Geschichte in Angriff genommen werden. Dann noch ein letzter Themenvorschlag, Ethnotourismus in Brasilien, Kommodifizierung indigener Identitäten in neoliberalen Vermarktungslogiken. Weiß jemand von Ihnen, was Kommodifizierung ist? Es ist quasi ein Prozess, in dem aus etwas anderem eine vermarktbare Ressource oder ein vermarktbarer Gegenstand geschaffen wird. In diesem Fall eben die indigene Identität, die, wenn man das vereinfacht sagen will, an Touristen verkauft wird. Das kann dann so aussehen. Und sehr schön finde ich, ist, dass man auf diesem Bild tatsächlich sieht, dass es eben nicht nur Europäerinnen und Europäer oder US-Amerikanerinnen sind, die im Rahmen dieses Ethnotourismus auf der Suche nach, sagen wir mal, angeblich authentischer indigener Lebensweise sind, sondern dass das durchaus auch Brasilianer selbst in Brasilien tun. Und gleichzeitig eben die Indigenen auch das als strategische Ressource nutzen können, damit umgehen können, um eben damit, sagen wir im Zweifelsfall, ihren Lebenshalt zu verdienen, ihr Unterhalt zu verdienen. Das könnte Inhalt einer solchen Untersuchung sein. Gut. Ja, natürlich sind Lateinamerika-Studien nicht nur Fachwissenschaften. Fachdisziplinen
wie diese sieben, vertreten durch sechs Professuren, die Gilberto genannt hat, beteiligt, sondern die Studierenden der Lateinamerika-Studien lernen auch zum einen ihre Spanischkenntnisse zu vertiefen. Wir hatten das angesprochen, für den Bachelor-Nebenfachstudiengang brauchen Sie das Niveau, das B1-Niveau nach dem europäischen Referenzrahmen, kriegen Sie jetzt keinen Schock. Das bedeutet lediglich, dass Sie 300 Schulstunden Spanisch absolviert haben. Es gibt auch diverse Zertifikate, die man vielleicht während eines Auslandsaufenthalts schon erworben hat, das DELE-Zertifikat oder andere, die dann aber auch hier akzeptiert werden von uns. Es muss nur dieses Niveau erreicht worden sein, B1. Dann können Sie das als Nebenfach studieren mit Spanisch. Sie können das aber auch als Nebenfach studieren, wie Gilberto sagte, wenn Sie nur Portugiesisch lernen wollen, denn das können Sie bei uns bei Null bei Null anfangen. Nicht? Wir, unsere beiden Lektoren für das Portugiesische, Julio und Fabio, fangen mit Ihnen bei Null an. Sie lernen also erstmal ihr Bier oder ihren Wein auf Portugiesisch in der brasilianischen Varietät des Portugiesischen zu bestellen. Die beiden brasilianischen Sprachlehrer haben eben nicht nur die Aufgabe, ihre Muttersprache zu vermitteln, sondern eben im Prinzip auch etwas über die brasilianische Kultur in dem Fall zu vermitteln und idealerweise dann eben auch Vorurteile abzubauen. Ganz wichtig ist natürlich die Vorstellung, dass man durch den Erwerb der Fremdsprache alleine schon die Zugangsmöglichkeit zu der brasilianischen Kultur erwerben kann. Und wir haben jetzt, beziehungsweise unsere Kollegen, die Lektoren, die brasilianischen Lektoren, haben das als Beispiel ausgesucht, um eben mit dem Stereotyp des Latin-Lover oder auch des Machismo zu arbeiten. Und da würde dann eben idealerweise dieses Thema in einer Sprachlehrveranstaltung eben mit Hilfe eines kleinen Videoclips, also in diesem Fall der Ausschnitt aus einer brasilianischen Telenovela, thematisiert werden. Você tem diploma de salafrário, não é? Tenho, mas é falsificado. Gaiato. Sua garrafada não serviu de nada, viu? Daí o frasco todinho, meu marido continua lá, derrubado, todo mole, acabado assim. Pronto, é que para marido tem que ser mais concentrado, né? E o seu remédio eu misturei com água, que é para ter o gosto e ver de novo. E como é que fica meu prejuízo? E a senhora quer o seu dinheiro de volta ou a satisfação garantida? Olha que eu não lhe dou azadia, viu? E eu lá lhe conheço? Manuel Felice, mais conhecido como Mané Gostoso. E olha que eu não ganhei esse apelido de graça. Por que que todo propagandista é mentiroso? É nada. É sim. Dona, gente, eu prometo lhe indenizar pelo tempo desperdiçado, pelo dinheiro gasto e pelas esperanças perdidas. Se depender do seu xarope. Eu lá preciso disso. Ele xi melhor que tem a senhora. Dona... Prazeres. Eu quero a cena de um artista Dona. De cinema. Eu quero a cena Marinda. Onde eu possa brilhar. Doralice. Um brilho intenso, um desejo. Eu quero um beijo. Um beijo imenso. Prazeres. Onde eu possa me afogar. De novo, é? Então, é por isso que meu nome é no plural. Isso é nome? Então reclame de seu produto. Also, man könnte jetzt nach dem Film in einer Sprachlehrveranstaltung eine Diskussion führen darüber, ob die Eigenschaften, die wir den Figuren im Film zuweisen, überhaupt typisch brasilianisch sind oder nicht. Weil Landeskunde, und das ist ganz wichtig, Landeskunde wird in unseren sprachpraktischen Veranstaltungen ganz, ganz groß geschrieben. Das heißt, sie werden nicht trocken durch die Grammatik geführt und müssen irgendwelche Arbeitsbögen ausfüllen, bis sie quasi das Ganze auswendig können, aber irgendwie nicht verinnerlicht haben und leben, sondern es wird auch ganz viel mit Material direkt aus Brasilien, aus Hispanoamerika gearbeitet. Und so haben wir auch damals die Einstellung unserer Lektoren vorgenommen. Das war ganz wichtig, dass sie in den Probevorträgen, die sie dafür halten mussten, auch landeskundliche Aspekte einbauen. Das heißt, das wird bei uns ganz, ganz groß geschrieben. Jetzt kommt noch ein letztes Mal Gilberto mit diesem hier.
Also um das Ganze jetzt vielleicht noch, ein ernsteres Thema nochmal aufzuzeigen, das eben schon angesprochen wurde, nämlich Drogengewalt oder Gewalt an sich, haben wir nochmal versucht, kurz oberflächlichen Forschungsdesign aufzuzeichnen, wie man es eben tatsächlich innerhalb unserer Studiengänge anlegen könnte für eine Analyse. Das heißt, die grundlegende Frage ist hier, wie ist Gewalt eigentlich sozial eingebettet? Und da könnte man sich Fragen stellen, zum Beispiel, wie passt Gewalt zur Gesellschaft? Wie wird eigentlich alltäglich mit Gewalt umgegangen? Wie sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Gewalt ermöglichen oder die ermöglichen, dass Gewalt vielleicht ausufert, überschlägt? Dann geht es so um Unterfragen, wie zum Beispiel die Konstruktion von Gewalt. Also was für einen Zusammenhang gibt es zwischen Gewalt und Sprache und vor allem Alltagssprache, aber auch, wie werden Menschen in einer Gesellschaft an Gewalt gewöhnt, dadurch, dass sie andauernd in der Yellow Press, also in einschlägigen Zeitungen, Journals, aber auch in Fernsehmedien, die ganze Zeit Gewaltdarstellungen projiziert bekommen. Also es ist in Mexiko beispielsweise nicht unüblich, dass, sagen wir mal, das Pendant, das Mexikanische der Bild-Zeitung, einfach mit zerstückelten Menschen aufmacht als Titelbild. Und das führt ja schon mal zu einer gewissen Abstumpfung oder zu einer Normalisierung von Gewalt. Dann wäre so eine Frage, dass man sich anschauen könnte, wo sind eigentlich Räume oder Arenen, in denen Gewalt stattfindet, oder man könnte auch sagen, Gewalt ausgehandelt wird. Nur beispielhaft Schule, Freizeit, Arbeit, der Gegensatz zwischen Stadt und Land kann interessant sein, öffentlich-privat oder auch staatliche Gewalt. Dann noch, um eben andere Disziplinen einzubinden, die Frage von nach Gewalt und Kunst in Literatur, Film, Musik und Malerei. Und so die grundlegende zentrale Frage dann, ob es möglicherweise, vielleicht im Fall Mexikos auch so ist, dass Gewalt zu einem Vergesellschaftungsmodus führt. Also dass Gesellschaft in Bezug auf Gewalt reproduziert wird. Also Menschen werden sozialisiert vor dem Hintergrund des Umgangs mit Gewalt, was natürlich eine sehr problematische Situation wäre und auch eine aktuelle Diskussion zu Mexiko ist. Wichtig ist es aber, dass man, und das ist auch unsere Perspektive in den Lateinamerika-Studien, dass man sich nicht nur diese einzelnen Felder anschaut, sondern es geht tatsächlich auch darum, um die Akteure. Also es ist wichtig, die Perspektive verschiedener Akteure einzunehmen, um zu einer tiefgehenderen Analyse zu kommen. Und man könnte sich anschauen, wie diese Akteure jeweils verortet sind in den einzelnen Feldern und welche Handlungslogiken und Strategien sie selber verfolgen. Also wie gehen sie mit Gewalt um? Warum wenden sie Gewalt an? Wie versuchen sie, Gewalt zu entkommen und so weiter? Ja, zu solchen Akteuren auch einfach kurz beispielhaft können zum Beispiel die Polizei gehören, das Militär, natürlich Drogenkartelle, andere Staatsbedienstete, bedrohte indigene Gemeinschaften, normale Bürgerinnen und Bürger oder auch, wie im Fall Mexikos, deutsche Waffenproduzenten und Waffenhändler oder Akteure der deutschen Sicherheitskooperation und so weiter. Also es sind dann immer auch Themen, die nicht nur in Lateinamerika liegen, sondern in diesem Sinne dann auch was mit Deutschland und mit uns zu tun haben. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt wirklich sehr schematisch. Eine solche Analyse müsste natürlich noch viel, viel tiefer gehen, aber das würden Sie eben in unseren Studiengängen auch lernen. Ja, also wir sind am Ende mit dem, was wir hier vorne performen. Wir hoffen, dass wir mit unserer Präsentation die Vielfalt unserer beiden Studiengänge und auch die Vielfalt der wissenschaftlichen Zugriffe auf lateinamerikanische Themen hier auf relativ unterhaltsame Weise darbieten konnten. Also kurzum, hinter dem Label Lateinamerika-Studien stehen spannende interdisziplinäre Fragestellungen, wie man koppeln kann an ein Hauptfach, Bachelor-Hauptfach, wie zum Beispiel Politikwissenschaften oder Jura. Wir haben auch immer mal wieder
Jurastudierende unter uns, die dann eine Expertise in Lateinamerika gewinnen wollen. Wir hatten sogar aus der Tropenmedizin Mediziner, die bei uns diesmal nicht den Bachelor, sondern versuchten, in den Master zu kommen und den Master zu studieren, weil diese Bewerberin sich gerade mit der Chagas-Krankheit beschäftigte hier in der Tropenmedizin und über den Kontext dieser Chagas-Krankheit eigentlich mehr wissen wollte. Wir können jetzt einfach nur noch die Frage stellen, haben Sie noch Fragen? Und allen enden mit wieder einem Stereotyp. Ich könnte hier natürlich auch noch mit so einem Bananenröckchen vorne stehen. Wir fragen einfach noch Fragen, dann stehen wir hier Ihnen zur Verfügung. Das war eine Show. Und in dieser Show ging es unter anderem auch jedes Mal, jeden Abend um ein Thema. Und eines dieser Themen war Tropicalismo. Also das tropische Tropicalismus ist auch eine Bewegung gewesen in Brasilien, eine Kunstbewegung, die man exportiert hat in die Welt. Und im Rahmen dieses Nachdenken über das Tropische, Tropikalische, das Stereotyp, was verbindet man in Europa oder in Nordamerika mit dem Tropischen, wurde, um einen Künstler zu begrüßen, wurde von allen Seiten dieser Künstler mit Bananen beworfen, weil das die Banane schlechthin als Symbol dient für die Tropen. Also ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es gibt zwei Begriffe für die Banane im Spanischen. Einmal gibt es Plátano und Banana oder Banano für die Staude. Und ganz früh, noch vor Vollzug der Unabhängigkeitsbewegung, gab es einen Schriftsteller, ganz berühmten, Andrés Bello. Der hat ein Gedicht geschrieben, mit dem hat er sich gerichtet an Europa und hat gesagt, ihr müsst uns helfen bei der Unabhängigkeit. Und hat versucht, seine Region zu verkaufen, Lateinamerika zu verkaufen. Und wie hat er das gemacht? Er hat gesagt, wisst ihr was, Europa ist doch verbraucht, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da herrscht Dekadenz. Hier müsst ihr herkommen nach Lateinamerika, alles jungfräulich. Hier haben wir eine Natur, die braucht nicht des Menschen Hand, um sozusagen Pflanzen zu züchten, zu generieren, zum Wachsen zu bringen. Die klimatischen Bedingungen sind so ideal, dass im Prinzip ihr braucht nur einen Samen fallen zu lassen und schon fängt er an zu keimen. Und da hat er den Begriff gebracht, Banana, sein Begriff aus den indigenen Sprachen, hat nicht Plátano, kommt aus dem Griechischen ursprünglich, also Banana benutzt, Banano, und hat diesen Begriff benutzt, um zu zeigen, einmal, ich benutze nicht irgendeinen europäischen Begriff dafür, sondern einen indigenen, authentisch autochthonen Begriff und bezeichne damit eine Pflanze, die nicht des Menschen Hilfe unbedingt bedarf, um zu gedeihen, und sie ernährt, und das war damals so, Sklaverei, sie ernährt den Sklaven quasi gratis. Der braucht dann nur durch die Wälder zu laufen und die Bananen zu ernten. Deswegen, die Banane ist sehr wichtig und ist hier als Symbol gesehen für diese ganzen Tropen. Aber das Ganze zeigt eben auch, also dieses Bananenwerfen in diesem Beispiel, aber auch so, wie wir das in diesem kurzen Clip aus der Telenovelle hatten, dass die Stereotype eben auch nicht nur von außen rangetragen werden, sondern dass in den Gesellschaften selbst eben auch mit diesen Stereotypen gespielt wird. Das ist ja auch ironisch gemeint gewesen. Das war pure Ironie. Also man hat es natürlich nicht, Ironie, wissen Sie, basiert auf zwei verschiedenen Bedeutungen. Einmal die Bedeutung, die man sozusagen vertuscht, und eine zweite Bedeutung, mit der man sich präsentiert. Und hier hat man quasi, arbeitet man auch mit zwei Bedeutungen. Einmal natürlich, die Banane ist ein Nahrungsmittel
und man wirft nicht mit Nahrungsmitteln, klar. Aber auf der anderen Seite hat diese Aktion ja noch einen kritischen Beigeschmack. Also sie sollte Kritik üben. Man kritisiert das eigene Image sozusagen und benutzt dabei ein Stereotyp, das sowohl von außen rangetragen wird an Lateinamerika, als auch drinnen weitergetragen wird. Also ich hoffe, dass es jetzt mit der Banane geklärt ist, aber das war wirklich keine dumme Frage, weil die Banane, deswegen haben wir es ja auch am Ende jetzt auch verwendet, gar nicht so unbedeutend ist in der Geschichte, der Kulturgeschichte. Das Bachelorstudium, Sie studieren ja ein Bachelor-Hauptfach und es dauert 6 Semester. Wenn Sie ein sprachlehrintensives Hauptfach studieren, nehmen wir mal an, Sie studieren im Hauptfach Portugiesisch, dann dürfen Sie sogar 7 Semester studieren, weil man eben die Sprache erstmal lernen muss. Und dieses Nebenfach dauert genauso lang. Also Ihr Hauptfach diktiert die Länge des Nebenfachs. Ne? Also 6 Semester, 3 Jahre, beziehungsweise 7 Semester, 3,5 Jahre. Und der Master wäre dann nochmal 2 Jahre, 4 Semester.